Hallo, wir sind heute hier in Vorarlberg und heute ist endlich das Haus von Frau Michalke gekommen. Auf das wir schon so lange gewartet haben. Insgesamt im Grunde genommen 7 Jahre. Sieben Jahre, wir sind im 7. Jahr und heute ist nun der erste Aufbautag. Und Frau Michalke, erzählen Sie doch mal, wie es noch mal dazu gekommen ist, dass man so lange Zeit auf dieses Haus wartet. Ja, 7 Jahre wartet man drauf. Eigentlich hätte es ja hier stehen müssen, an diesem anderen Standort. Mittlerweile haben sich einige Dinge verändert und mein Elternhaus gibt es jetzt hier nicht mehr an diesem Platz. Und ich glaube, das Warten hat sich trotzdem gelohnt. Ich habe den Plan nicht verändert. Genau, er ist so geblieben, wie er damals schon war. Also kann es ja eigentlich nur gut gehen und eigentlich nur passen. Und jetzt war ich also schon gespannt, wobei man sagen muss, lange gewartet habe ich jetzt eigentlich nicht. Weil eine Woche vor Weihnachten abgebrochen, das alte Haus. Das Haus, genau. Und heute bauen wir auf. Also ich glaube, da kann man nicht mehr davon sprechen, dass das lange war. Nee. Also als es dann mal losging, dann ging es schnell los. Dann war das, dann Schlag war das auf Schlag. Schlag auf Schlag. Genau. Und das Haus, das ist vor 7 Jahren hatten wir das gemeinsam entwickelt nach einer Zeichnung eines französischen Ferienhauses. Ist richtig, ne? Das ist richtig, jawohl. Genau. Jawohl. Frau Michalke ist zu mir gekommen, das war auch eine französische Zeichnung. Jawohl. Zeitung, Magazin. Ja, Magazin, so ein Ferienmagazin. Genau, französisches Ferienmagazin und da war ein Haus drin und das wollte sie gern haben. Und auch mit der Aufteilung, hatten Sie dort Urlaub gemacht oder? Nein, ich war auf einer Messe in Paris und habe auf das Flugzeug gewartet und habe mir diese Zeitschrift einfach gekauft, weil mich das Titelblatt angesprochen hat und ich eigentlich gedacht habe, so wäre es auch mal nett, Ferien zu machen und habe es aufgeschlagen und in einer Doppelseite war dieses Haus und dann habe ich gesagt, so möchte ich eigentlich einmal wohnen. Ja, wenn cool. Sich denn spielt. Ja, also ganz cool. Sie ist dann zu uns gekommen und wir haben das Haus geplant und dann halt so viele Jahre nicht umgesetzt, also nicht gebaut, aber trotzdem die ganze Zeit ist der Traum in Ihnen weitergelebt. Ja, der Traum ist geblieben und die Kontakte über Facebook, über Instagram, mit den verschiedenen Greenville-Häusern, die ich dann dort immer wieder gesehen habe, die haben mich nach wie vor einfach überzeugt und es war nach wie vor meine Geschmacksrichtung, in die ich gehen wollte. Und ja, nicht der vielleicht Mainstream, alles gerade, alles eckig und zeitlos halt. Genau. Und ja, und so ist es dann entstanden, dass wir dann ziemlich schnell dann die Entscheidung gefällt haben jetzt. Ja, super. Und wir werden noch von dem Haus berichten, weil das ist im Grunde genommen was ganz Besonderes oder eigentlich nichts Besonderes. Eigentlich ist es so, wie heute viele Menschen wohnen wollen. Selbst ich finde das toll. Also ich würde auch nicht anders wohnen. Man hat eine zentrale Küche und an der zentralen Küche sind 3 Apartments angegliedert. So kann man es sagen. Ja. Ne? 3 Apartments. Ja. Eins oben und eins rechts und eins links inklusive in der Garage. Und man könnte noch ein 4. angliedern. Weil so ist das Haus im Grunde genommen konzipiert, dass man noch notfalls ein 4. Apartment noch angliedern kann. Und das ist eine Wohnform, wo ich denke, das ist super. Erstens, weil man entweder nimmt Feriengäste rein oder man kann gute Freunde reinnehmen oder ein Au-pair, also wenn man selber nicht mehr laufen kann oder so, dass er jemanden pflegt. Oder Pflegepersonal. Also für alles. Für alles gewappnet. Genau. Und im Krankheitsfalle hat man auch noch separate Wohnmöglichkeiten und Gäste kann man endlich dann auch willkommen heißen. Ja. Und einen zentralen Platz, der so groß ist, dass dort ein riesengroßer, wunderschöner Tisch mit 10 Stühlen drumherum Platz hat. Und den Tisch haben wir schon. Den Tisch haben wir schon und die Stühle haben wir auch schon. Und die sind auch ganz mega. Die sind nämlich in allen möglichen Farben und sehen richtig gut aus. Und auch nicht normale Stühle, sondern fast so Sessel sind das. Ne? Bequem. Damit man total bequem ist. Bequeme, ja. Und die Fliesen, auf die freue ich mich auch schon. Die werden auch total mega. Ja, die sind auch noch einmal, glaube ich, etwas Besonderes. Also ich glaube schon, dass das also so ein bisschen auch dieser südfranzösische Flair sich doch ein bisschen widerspiegelt und ich dann in den Erinnerungen auch ein bisschen verweilen kann, wenn ich dann einmal da drinnen koche. Ja. Ich könnte schon beinahe kochen. Ja, die Küche. Jetzt kommt übrigens gerade auch ein Stück Haus. Ja. Und das Küchenfenster zeigt auch richtig schön in den Garten. Ja, ich kann da herausschauen. Also ich glaube, das ist also...
Im Moment ist alles noch passend. Die Nerven, sie lagen nicht blank, aber es war schon ein bisschen eine Anspannung, das mitzuerleben, ob denn jetzt diese Platte auch so stimmt und auch so passt, wenn dann die fertigen Teile da aufgesetzt werden. Aber ja, es hat geklappt. Österreichisch-deutsche Qualitätsarbeit. Ja, das hat super hat funktioniert und hat ja geklappt. Und ja, Sie waren auch heute Morgen schon beim ersten Zug da, ja, ganzzeitig. Ja. Wann war ja das? 7 Uhr. 7 Uhr. Also kurz vorher waren sie schon da. Ich habe schon miterlebt, wie das ganz genau aufgezeichnet wurde auf der Platte und die Plane zurückgezogen wurde vom LKW und tipptopp. Und also hat wunderbar und ich habe es auch aufgenommen. Super. Frau Michalke hat hier alles dokumentiert. Wir sind fast alles. Ja, also die für mich wichtigsten Schritte. Ja, ne? Es ist so, dass die Corona-Zeit ist und ich musste hier nie hin, weil Frau Michalke hat mir alles immer geschickt per WhatsApp. Das ist das Schöne. Ja. Das hat gut geklappt, doch. Und nächste Woche kommen die Seitenteile. Ja, genau. Heute soll offensichtlich das Haupthaus, also beide Stockwerke inklusive Dach, fertig gemacht werden. Also heute. Das ist die Decke übrigens. Ja, also heute und also bis Freitag. Ja. Und also bis Donnerstag. Donnerstag ist ja leider Feiertag. Und kommende Woche kommen dann die Anschlussteile. Die Apartments. Die Apartments sozusagen, die dann einstöckig sind und das Haupthaus ist der zweistöckig. Da habe ich dann oben den Blick, den man hier jetzt auch so schön sieht, genau in die Schweizer Berge, kann ich da schauen. Ja, super. Da schaue ich dann auf. Und da ist oben die Bibliothek von vor mich. Richtig, genau. Sagen. Richtig, genau. Eine Fensterbank zum Rausgucken in die Schweizer und zum Lesen. Landschaft. Und zum Lesen. Okay. Also, dann sind wir nächste Woche wieder hier, wenn es rechts und links weitergeht mit den Apartments und freut euch schon darauf. Also ich freue mich jedenfalls, Frau Michalke, vielen Dank für alles. Okay, also. Vielen Dank für alles, ja. Bis dann, ciao. Bitte, tschüss. Das nächste von mir für dich empfohlene Video findest du rechts neben mir. Und hol dir auf jeden Fall die 3 kostenlosen Ratgeber zur erfolgreichen Grundstückssuche, wie du Fehler beim Grundstückskauf vermeidest und die 7 Schritte in dein Haus mit Seele. Den Link dazu findest du unter diesem Video in der Beschreibung. Und denke daran, ein völlig neues Lebensgefühl erwartet dich in deinem Haus mit Seele.